ganz konkrete Punkte herausgestellt. Zum Beispiel auf jeder Fläche, auf jedem Hektar mindestens 4 bis 5 Biotopbäume stehen lassen. Die müssen auch gekennzeichnet werden. Die dürfen dann alt und dick werden und umfallen und dort dann ein liegendes Totholz sein. Okay? Wir haben auch gesagt, wir haben ja mitgemacht bei dem Projekt Wildbienen mit Mutter Erde. Da haben wir ja eine schöne Pressekonferenz gegeben. Jetzt ist die Frage, ja, was tun wir jetzt? Ja, eine Pressekonferenz ist schnell gemacht. Ein Bier ist geduldig, habe ich da mal gelesen, irgendwo im Programm steht das auch. Genau. Es müssen jetzt Taten folgen. Und wir haben den Wildbienenschutz und die gezielte Verbesserung der Biotope, wo es welche gibt, als Ziel erklärt.